Okay, wir sind hier jetzt Saisonvorbereitung Rosenheim. Die haben eine gute Saison gehabt, 5. Platz in der Bundesliga. Und jetzt werde ich den Hannes Käsbauer fragen, Mannschaftskapitän, wie es aus seiner Sicht der Saison gelaufen ist. Also Hannes, dein Bilanz zur Saison, der vorige Saison. Bilanz im Grunde, 5. Platz, können wir zufrieden sein. Mhm. Wir hatten uns am Anfang der Saison schon ein bisschen ausgerechnet, dass wir gegen die, sage ich jetzt mal, inzwischen Top-4-Mannschaften vielleicht auch den einen oder anderen Punkt holen können. Haben wir aber dieses Jahr im zweiten Jahr in Folge eigentlich wieder nicht geschafft. Also wir haben gegen die Top-4 eigentlich immer verloren. Dennoch dann aber 5. Platz, genau der Platz hinter den besten 4. Ja, da müssen wir zufrieden sein. Wenn auch wir gut hätten 6. oder 7. werden können, das war dann ziemlich eng. Aber ich meine, die Tabelle lügt nicht und sie wird auch nicht am letzten Spieltag entschieden, sondern über die gesamte Saison. Und 5. Platz zufriedenstellend, absolut. Aber ich denke, jetzt dann in der nächsten Saison wollen wir auf jeden Fall mal dann auch die großen 3 oder 4 ärgern dann. Okay. Was waren dann für dich die Höhepunkte aus deiner Sicht für voriges Jahr? So ein richtiges Höhepunktspiel, denke ich, hatten wir dieses Jahr nicht, wo sozusagen, ja, wo wir dachten, dass wir, ja, das war so eine Überraschung, dass wir eine Überraschung geschafft haben. Das hatten wir eigentlich nicht. Sehr, sehr positiv war das also ein Auftakt mit 2 Siegen, war, wo wir auch, wo gleich dann der Tannen kam zu Beginn und wir wussten nicht so, schlägt er ein, ist er fit, wie kommt er mit so der Drucksituation zurecht. Haben aber dann 2 Siege gelandet, auch im Grunde gegen so mit Tabellennachbarn, mit Konkurrenten. Das war sehr schön am Anfang. Dann genau das Wochenende drauf gleich, also 4 Spiele innerhalb von einer Woche. Das Wochenende drauf gegen Berlin und gegen Bonn gespielt und 2-mal ganz knapp 4-2 verloren. Hätte man da einen Punkt geholt, das wäre so dann der Höhepunkt gewesen. Aber das haben wir leider noch nicht geschafft und ich hoffe, das schaffen wir nächste Saison. Ja, okay, wir alle als Badmintonspieler wissen, es gibt immer, das sind so Kleinigkeiten, das ausmacht, ob man gewinnt oder verliert. Und okay, so was müsst ihr tun, sagen wir, um an den Top 4 dran zu kommen? Ja, wir haben letzte Saison ein sehr, sehr starkes Herrendoppel gehabt und ein sehr, sehr starkes Herreneinzel. Das hat dann gegen die Top-Mannschaften, sagen wir mal, in der Hinrunde gut funktioniert, in der Rückrunde dann nicht mehr so gut funktioniert. Wenn dann diese Punkte immer kommen, auch gegen eine Top-Mannschaft, und dann hat noch 1 oder 2 Spieler in den anderen Spielen einen Ausreißer nach oben, dann, das, wenn das mal zusammenpasst, dann funktioniert es, denke ich. Ihr habt jetzt auch für kommende Saison einige neue Zugänge. Was sagst du dazu? Wie siehst du dann die Ergänzung durch diese neuen Spieler? Ja, angefangen jetzt mal bei Isabel. Ist natürlich ein Glücksgriff. Das war unser aller Ziel, dass sie wieder dass sie zurück nach Bayern kommt, dass sie zu uns in die Mannschaft kommt. Haben wir lange drum gekämpft. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass sie, denke ich, sehr gut reinpasst, dass sie das Mixed noch mal viel stärker machen kann, dass das vielleicht auch eine Bank werden kann, wie zum Beispiel das Herrendoppel letzte Saison. Julia Kunkel, Nachwuchsmädchen aus Bayern, auch, denke ich, auch sehr, sehr gute Ergänzung. Hat Bock auf die Bundesliga, hat Spaß am Badminton. Denkt Matthias, hat letzte Saison nur 2-3 Mal gespielt, aufgrund, weil ich verletzt war oder weil Tann nicht da sein konnte. Ist auch noch Jugend, also dürfen wir nicht vergessen, er ist erst 18 Jahre alt, spielt erste Bundesliga, hat letzte Saison, wenn er gespielt hat, seine Leistung gebracht. Muss man auch erstmal machen dann. Denke ich, können wir viel erwarten von. Also bin durchaus zuversichtlich und natürlich sind wir auch froh, dass die Stammkräfte gehalten werden konnten, denn ich denke, das macht es auch ein bisschen aus hier. Ne? Also ja. Ihr habt ein junges Team, aber habt immer noch, das sagen wir, die erfahrenen Spieler wie du und die Nicole und Peter und Oliver, und ihr integriert jetzt sehr viele junge Spieler mit hinein, so die Zukunft sieht eigentlich gut aus, oder? Denke auch, ja. Ist immer auch eine Sache der Finanzierung, ne? Aber ich denke, das ist auch so allgemein so ein bisschen der Weg in Deutschland zurzeit. Warum Ausländer holen, wenn die Jungen eine Chance verdient haben? Und ich denke, gut, wir sind das Gerüst war immer sehr heimisch und mit hier der Region verbunden. Und jetzt
dass wir da diesen Weg gehen können, ist, denke ich, sehr, sehr positiv. Okay, Hannes, vielen Dank. Also diese heimische Mannschaft, die junge Mannschaft, eine bayerische Mannschaft, das ist das Aushängeschild Bayern. Wir sind gespannt, wie die Saison, kommende Saison weiterlaufen wird. Wir sind aber sicher, dass es erfolgreich wird. Vielleicht schafft ihr die Überraschung, an den Top 4 vielleicht noch ein oder zwei Siege zu gewinnen. Okay? Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ja. Okay. Danke, Hannes.